Hi Friends, liebe Freunde, hier ist MD Vegan und heute habe ich hier so einen super einfachen Saft für euch, und zwar Apfelsaft. Das ist einfach genial, denn Apfel ist sowieso eine tolle Frucht, ja. Das ist die ausgeglichenste Frucht auf der ganzen Welt. Das ist ein wunderbares, hier schaut mal, das ist ein Apfel. Und es gibt hunderte von Sorten. Die wurde in Kasachstan erfunden. Also da hat er zuerst gewachsen, ist zuerst gewachsen und wurde erst viel später. Kam er zu uns und ist zu einer großen Konjunktur gekommen. Ja. Aber weil er so balanciert ist, nicht zu süß, nicht zu sauer, von beide ein bisschen, ist es halt das beliebteste Obst geworden. Also das ist ja schon mal toll, dass der Apfel so wichtig ist. Und ich liebe Apfelsaft natürlich. Und wenn ich ihn jetzt hier aufschneide, ja, ich habe ein Schälchen Apfel gemacht, habe ich zwei Äpfel klein geschnitten. Das ist eine Pink Lady. Ja. Ich habe den einfach so durchgeschnitten und schneide ihn jetzt in so kleine Spalten. Ich wollte das mal kurz zeigen mit einem großen Messer. Ups. Und damit er jetzt, wenn ich ihn hier eine Weile liegen lassen muss, das kann ja passieren, nicht gelb wird, tue ich einfach eine halbe Zitrone mit der Hand draufdrücken. So. Das mache ich sehr gerne bei Obst mit Schnittflächen, weil die Schnittflächen oxidieren sehr leicht mit der Apfelbraun. Das ist nicht so schlimm, aber es ist doch schöner. Wenn ich ein bisschen Zitrone drauf habe, dann passiert das nämlich nicht. Oder nicht so schnell. Ja. Dann habe ich noch eine weitere Zitrone zerschnitten. Hier eine Zitrone habe ich klein geschnitten. Ich mache noch eine weitere. Ich schneide einfach das Hütchen und den Boden, den Fuß sozusagen, schneide ich ab. Und dann fahre ich mit dem Messer einfach drumherum. Und dann kommt die Schale auch runter. Dann einmal halbieren, vierteln. Vierteln und so passt es in den Saft rein. Mit der Zitrone nämlich kriegt der Apfel, ihr müsst keine Zitrone nehmen, ja, es ist nicht unbedingt vorgeschrieben oder so. Aber ich finde es gerne, ich habe es gerne, dass diese Süße von dem Obst ein bisschen durch die Zitrone aufgefangen wird. Apfel ist ja immer süß, das meiste Obst ist einfach süß und wird Obstball halt. Und die Zitrone hat auch so einen süßen Hintergrund. Ja. Man denkt natürlich, Zitrone ist sauer, na klar. Aber sie kann auch süß werden. Und das merkt man zum Beispiel, wenn man Banane kombiniert mit Apfel zum Beispiel. Ich mache einmal den Saft und dann werden wir sehen, wie er schmeckt mit der Zitrone. Und ihr seht jetzt hier schon, ich zeige es mal kurz, den Tester. Das, was aus dem Entsafter rauskommt, was übrig bleibt, ist überhaupt nicht dunkel geworden. Ja? Normalerweise wird das schnell braun. Ja? Aber durch die Zitrone ist es eben hell geblieben. Und jetzt probiere ich meinen Apfelsaft. Ups, ich habe kein Löffelchen hier. So, da haben wir eins. Probiere den mal kurz. Ganz hell geblieben, ja, gar nicht dunkel geworden. Sehr schön. Er hat schon eine gute Säure von der Zitrone, aber ich finde das köstlich. Ihr könnt das natürlich variieren, könnt weniger reinmachen auch. Ich habe es sehr gerne, schaut mal, wie der aussieht. Das ist nicht toll. Sonst kriegt man im Geschäft natürlich überhaupt nicht. Ne? So einen Apfelsaft gibt es nicht im Laden. Kann ich wirklich sagen. Und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Und seitdem ich diese Äpfel, diese ganze Obst und Gemüse selber auspresse, kaufe ich überhaupt keine Säfte mehr im Laden. Ja? Also die schmecken einfach um Klassen weniger gut, würde ich sagen, auf jeden Fall. Probiert es aus. Ein Safter lohnt sich wirklich. Ja. Ansonsten, schönen Tag, bis bald.